Ruin. Machen wir eine Pause. Wie ihr wünscht. Ich jedoch, der mächtige Ritter, werde nie müde. Eure Magie schwächelt sicherlich, wenn ihr müde seid. Ich werde mich kurz entleeren gehen. Ruft mich, wenn etwas ist. Ja. Das ist ein Fels, keine Toilette. Knight! Knight! Wir sind umzingelt. Was? Wie konnte das passieren? Verdammt, wo ist der Weiße? Wo ist die Toilette? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Aufnahmeversuch Nummer 6 oder 7. Ich kenne diesen Level hier inzwischen auswendig, weil ständig stürzt das Programm ab oder Windows haut mir irgendwelche Meldungen hier rein mitten in die Aufnahme. Oder dieses unglaubliche Grafikmonster ruckelt so dermaßen, dass es unspielbar ist. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich bin ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen schlechte Laune. Ich hoffe, dass sich das jetzt im Laufe des Spielens jetzt wieder ändert, denn ich versuche wirklich jetzt seit ungefähr, ungelogen, seit 20, 25 Minuten diese Aufnahme hier zu starten. Und jedes Mal ist wieder irgendwas und es geht wieder nicht. Aber diesmal scheint es ja jetzt endlich zu funktionieren. Ich habe auch echt langsam die Schnauze voll. Also, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann gibt es diese Woche keine Half-Minute-Night-Folge. Also, irgendwann ist dann auch mal Schluss. So, aber da haben wir diesen Level einfach mal spontan gelöst und auch sehr souverän. Ist ja auch kein Wunder, wenn ich den inzwischen mehr oder weniger auswendig kann. So. Dieser Ort ist ganz schön. Was ist hier passiert? Der Held, den wir suchen, ist hier. Der legendäre Held von vor 400 Jahren soll noch leben? Ich habe keine Beweise, deswegen muss ich es herausfinden. Wenn die Gerüchte wahr sind, dann kann er uns beim Kampf helfen. Jemand von unglaublicher Stärke. Er ist bestimmt reich und immer entspannt. Gehen wir. Oh, was für eine Überraschung. Man könnte ja fast meinen, ich habe dieses Level auswendig gelernt. Na, auf jeden Fall. So weit wie jetzt war ich noch nie, Leute. Endlich, endlich. Der Wald der Falschheit. Vorsicht. So, und ich bleibe bei unserem Credo, scheiß auf die Fallen. Ich habe lieber mehr Lebenspunkte und Ausdauer, weil diese Fallen, das ist so absolut nicht mein Spielstil. Da komme ich irgendwie nicht mit klar. Seht euch das an, Weiser. Alles voller Natur. Ja, ich sehe es. Oh oh. Alles hätte vom ultimativen Dämonenlord zerstört worden sein, aber seht. Das berührt einen schon. Atmen wir gemeinsam die schöne Luft. Ich habe genug geatmet. So schöne, frische Luft. Der Baum war ein Monster. Wenn du so einen Baum berührst, greift er an. Sei vorsichtig. Sie verstecken sich, um uns in einen Hinterhalt zu locken. Wir werden sie vernichten. Weiser, benutzt euren Zauber. Ach, Schiete. Da ist wieder so ein Glöckner. Ich versuche mal. Au. Weiser, mitkommen. Nein! Aua! Versuche mal, mich hier im Slalom durchzuarbeiten. Ach, Schiete. Scheiße, wie schlage ich nochmal zu? Also. Ah, das ist natürlich fies, dass die. Ah! 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 Den Weißen retten. Au. Muss den Weißen retten. Oh, ich bin fast tot. Das hatten wir lange nicht. Komm schon, Weiser. Bitte. Aua. Das ist ja fies, dass man an der Stelle da wirklich durch muss. Wie, kein Abspann und nicht? Also langsam werden die ganz schön faul hier. Muss ich ja mal sagen. Achso, Stufe 3 ist Maximum. Na gut, dann nehmen wir mal. Weiß ich. Die Vogelscheuche, keine Ahnung. Wir benutzen es ja eh nicht. Die geheime Fabrik, klang der. Nein. Ich ahne, worauf das hinausläuft hier. Oh Gott, ich wusste es. Seht euch das an, Weiser. So viele Lärmglocken. Also, ich sehe nichts.
Dies muss der Ort sein, an dem die Glocken hergestellt werden. Wartet weiter. Ich kann nicht einfach weitergehen. Ich muss das Böse bestrafen. Knight, du kannst nicht bestrafen, was man nicht sieht. Ich muss. Ach du Scheiße. Also erstmal hier in die ganzen Glocken rein. Ah! 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 Ja, das muss ich zum Schluss machen. Ah, ich hab nicht nachgedacht. Ich hab nicht nachgedacht. Weiter! Nein! Weiter, Gott, nein! Shit, ich hab's verkackt. Gut, wir nehmen den Weißen mal mit. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Scheiße. So, wir gehen diesmal unten rum. Wumms, wumms. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, sich dann oben bei der Glocke zu positionieren. Ich mache die jetzt hier mal durch normales Gegenlaufen fertig. Die Glocken. Und jetzt habe ich ein Ritterschwert. Yay! Ist der Weise denn hier erstmal sicher? Die Hunde kommen doch hier. Ich muss ein bisschen aufpassen, was hier passiert. So, jetzt sind es ja nur noch die hier oben, ne? So, das Schwert ablegen. Bums. So, eigentlich will ich die Hunde, will ich nur bewusstlos prügeln, damit ich Zeit habe, um die hier irgendwo anders hinzuschmeißen. Und dann muss ich ja meinen Weisen beschützen. So. Hund kommt weg. Da glockt doch schon wieder jemand. Oh, ihr nervt. Weg. So, jetzt aber. Komm, Weiser. Mal etwas schneller. Wir sind sowieso schon ganz schön in Verzug. Ach, das ist ja ein doofer Level hier, ey. Ich mag diese Glocken nicht. Ich mag diese Glocken überhaupt nicht. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wieder eine Schlacht gewonnen. Ich muss nochmal sagen, das ist eine nette Umkehrung des Konzeptes, was wir in den anderen Leveln hatten. Dass wir diesmal eine bestimmte Zeit durchhalten müssen, statt irgendwelche Sachen in einer bestimmten Zeit zu erledigen. Statt der Falschheit. Zu viele Weisen. Was? Ach, Rosier ist zurück, habe ich da unten eben schon gelesen. Na gut. Ja, da steht's ja schon. Oh Gott. Da komme ich doch durcheinander. Weiser, 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 Weiser! Knight, einmal reicht. Nein, es ist nur, da sind so viele von euch. Das muss Rosiers Magie sein. Bingo, 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 das stimmt. Und jetzt, lasst uns spielen. So viele Weisen. Rosier, diesmal wird dich der Weise besiegen, ein für alle Mal. Oder Weiser, 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 Weiser? Ach, halt den Schnabel! Lasst uns spielen, ihr vielen Weisen! Verdammt! Ich muss irgendwie alle auf einmal beschützen. Muss ich das? Wieso muss ich alle auf einmal beschützen? Das sind doch Monster, oder nicht? So, hier, komm, du landest mal hier oben in der Ecke. Wo ist denn der Echte? Das dürfte der hier sein. Denn der sinkt. Machen die, aua, das machen die anderen ja nicht. So, schlauerweise nehme ich den natürlich hier in die Monsterhorde mit. Wie sich das gehört. So, die Glocke kaputt machen. Wow. War hier nicht irgendwo hier? Mensch, aufstehen, Weiser. Da, so. Jetzt müssten wir es ja eigentlich schon geschafft haben. Hier ist nichts, was uns jetzt noch gefährlich werden könnte. Ich glaube, der einzige Trick bei diesem Level besteht halt darin, den echten Weisen ausfindig zu machen, bevor ihn einer der rumpirschenden Wölfe erwischt. Also im Großen und Ganzen, es war billig. Noch eine Illusion? Warum bist du plötzlich so ernst? Sollte Heath Ledger Joker sein, ist total missglückt. Tut mir leid. Lasst uns doch noch etwas Spaß haben. Es gibt weiter oben ein langweiliges Schloss. Ich werde es dekorieren. Das Schloss, in dem der Held schläft.
Ich werde was Tolles für euch vorbereiten. Kommt auf jeden Fall vorbei. Wir haben keine Wahl, Weiser. Solange du mich beschützt, sollte es kein Problem sein. Ja, das stimmt. Oh, das hätte man wesentlich besser lösen können. Das stimmt. Ich hätte erst den Weisen da hochbringen sollen und dann die Glocke zerstören. So, der Heldenkontinent erscheint etwas länger zu sein. Ich weiß nämlich, dass dieser Modus 30 Episoden hat und ich denke, das Finale wird im Schloss stattfinden, wo wir dann den Helden erwecken für den letzten Abschnitt unserer Geschichte. Zerstöre die Lärmglocke tief im Labyrinth. Nein. Ich mag Labyrinthe nicht und ich mag Lärmglocken nicht. Muss das beides auf einmal sein? Wenigstens haben wir nur noch einen Boss zu bekämpfen. Der Bullwood und Glade, die sind ja außen vor. Die haben wir ja letztes Mal abgeschnetzelt. Mehr oder weniger. Noch eine Sackgasse. Wir haben wohl beide keinen Orientierungssinn. Ja. Lass uns die Monster ausschalten. Ich möchte in Ruhe gehen. Verstanden. Ich zerstöre die Lärmglocke. Oh nö. So, machen wir die Glocke kaputt. Wenn das nur die eine ist, haben wir schon. Nein, das ist nicht nur die eine. Das wäre ja auch zu einfach. Hier geht's bestimmt nicht lang. Halt, hier runter. Aua. Mensch, Weiser! Nimm mal ab, das ist ja furchtbar. Ach, Schiete, das ist wieder so eine. So, hier, fang! Wach. Wie sind du hier? Piss dich! So. An mir kommt keiner vorbei. Du kommst hier nicht rein. So. Kann ich den auch heben? Nein, kann ich nicht. Ah, ich habe einen Knochen. Au. Los, Lassie. Also ich persönlich hätte mir ja keine 5 Sterne dafür gegeben. Ich fand das eher erbärmlich. Ach komm, werten wir mal die Wurfeisen auf. Weil wir sie ja nicht benutzen. Ach, da ist ja doch schon das Schloss. Hä? Gibt's noch einen Kontinent? Schloss des Helden. Ritter versus Ritter. Besiege Rosier und erwecke den Helden. Sind das doch nur 24? Leute, ich bin verwirrt. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ah, das ist wieder diese geile Musik. Da mag ich eigentlich gar nicht weiter drücken. Den möchte ich mir eigentlich anhören. Diese Aura. Da bist du ja. Wie kannst du mich so lange warten lassen? Rosier. Verzeihung. Und jetzt stirb. Oh, sag doch sowas nicht. Ich habe schon ein Spiel für heute. Also, wir spielen... Der Weise. Was redest du da? Es ist unfair, dass nur der Weise einen Ritter hat, stimmt's? Ich will auch einen. Mehr als einen. Kommt raus, meine Ritter! Diese Ritter sind nur Illusionen. Sie verschwinden, wenn du sie angreifst. Mein Ritter, zeig diesen Nachahmern deine Stärke! Jawohl! Oh, das sind aber viele! Das sind wirklich viele. Ah, nein, 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 nein. Ich stehe hier vielleicht nicht unbedingt an der besten Stelle. Boah, ich hab's verkackt. Hab's verkackt? Nee, die da oben hängen fest. Die hängen alle fest. Schön. Von mir aus. Ah, weg! Wie lange willst du noch mit Rosiers Illusion spielen? Glade! Was machst du da? Lass mich los! Dies ist die wahre Rosier. Danke, Glade.
auf Nimmerwiedersehen, Rosier. Nein, halt, warte! Oh oh. Dieser Strudel, gib mir eure Hand. Dafür wirst du bezahlen. Wie kannst du es wagen? Verschwinde, Diener des Bösen! Ich bring dich um, ich bring dich um, ich bring dich um! Oh oh. Jetzt geht der eigentliche Kampf los, glaube ich. Ich wurde in die Dunkelheit gezogen. Gruselig. Allerdings. Aber wo ist der Held, Weiser? Weiser, da ist ein komischer Kerl in Unterhosen eingefroren. Das ist der Held. Was? Das Siegel. Ich kann es nicht lösen. Was sollen wir machen? Ohne ihn können wir nicht siegen. Der Schrein, den Rosier gemacht hat. Gehen wir dorthin. Ach so. Das heißt, wir haben noch eine letzte Konfrontation mit Rosier im nächsten Kontinent. Der Göttin-Kontinent, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, dass sowas noch kommen müsste. Denn Noir hat ja die Göttin der Zeit ermordet. Aber ich glaube nicht, dass sie völlig aus dem Spiel ist, denn wir wissen ja, in Half-Minute Hero 2 ist sie wieder da. Das heißt, irgendwo muss die ja dann wieder herkommen. In der Wüste, wo ist das Schwert? Und wir hämmern uns jetzt hier durch die letzten Episoden. Ich denke, dass wir heute fertig werden. Ich bin da zuversichtlich, das schaffen wir. Knight, stimmt etwas nicht, Weiser? Schütze mich vor den Sonnenstrahlen. Natürlich. Das ist ganz schön schwer. Bitte haltet durch, Weiser. Gott, ist der doof. Was? Monster? Ich lasse euch nicht an den Weißen heran. Knight, du wirkst heute so stark. Ich glaube, das war eine Illusion. Ich hoffe, das ist eine Illusion. Das sind ja... Ja, und ab. Wir packen ihn hier mal ganz unten in die Ecke. Und wir bewachen den einzigen Zugang. Ich hoffe mal, dass die da nicht einfach durchkommen. Was ist das denn da? Ein Sandwurm. Ich bin zuversichtlich, dass das funktioniert hier. Guck mal, die hängen da alle in der Ecke fest. Das war's, wir haben gewonnen. Gott sei Dank. Ich konnte den Helden nicht erwecken. Was mache ich jetzt? Der Schrein der Göttin ist hier. Wenn wir den Rubin der Göttin hätten, könnten wir damit den Helden wecken. Oh! Aber ich hörte, dass der Schrein ein Monsternest geworden ist. Keine Sorge. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Gut. Ich hoffe, dass es da drin nicht noch etwas anderes gibt. Und ich weiß immer noch nicht, was der Stufenanstieg bringt. Ich habe auch nicht darauf geachtet, ob unsere Lebenspunkte steigen oder sonst irgendwas. Das Geisterschloss. Einsam und leer. Ich frage mich, ob wir gegen Geister überhaupt kämpfen können oder ob wir vielleicht diesmal ausweichen müssen. So wie in Mario. Waren die Geister in diesem Schloss auch früher Ritter, wie ich? Das weiß ich nicht. Entschuldigung, so etwas könnt ihr auch nicht wissen. Auch wenn die Geister Ritter sein sollten, musst du mich beschützen. Du wirst doch nicht gegen seelenlose Ritter verlieren, oder? Was ist los, Knight? Da ist etwas in meinem Auge. Ich habe das Gefühl, jeden besiegen zu können. Du kannst vermutlich nichts mehr sehen, aber pass auf Monster auf. Wenn du die Monster besiegst, erwachen sie als Geister wieder. Geister können durch Wände gehen. Sie sind wirklich nervig. Ich konnte gerade wirklich nichts sehen. Könnt ihr das nochmal erklären? Schon gut. Du wirst es auf die harte Tour lernen. Oh, nee. Au. Ach du Scheiße. Ah, nein. Warum geht's denn da nicht durch? Das ist aber gemein. Ach, oder kann ich da irgendwie gegenfletschen? Ah, nein. Lässt du den Geist los da? Das ist ja... Ah, nicht berühren. Hier geht's ja auch nicht durch. Was soll denn der Scheiß?
Schiete! Ich kann den Weißen nicht heben. So. Muss ich durch die Mitte? Muss bestimmt oben rum, ne? Vielleicht lass ich mal kurz da. Machen wir mal die Glocke kaputt und dann schnell wieder weg hier. Natürlich. Gut, dann lasse ich ihn mal hier. Gedeckel! Wow. Das war so ein Ding? Nein! Weiser, weg hier! Habe ich gar nicht geachtet. Weg! Weiser, mach doch hinne! Mach hinne! Weiser, los, mach! Nein! Nein! Jetzt aber komm! Boah, ich hasse Geister. An diese Superglocken habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, winziger Ritter, das war zu erwarten. Das war auch scheiße. Schon alleine, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Das ist aber auch gemein, dass diese Blockaden nicht eingezeichnet sind. Ja, ich weiß. Naja. Ja, gut. Die nächste Schlacht steht an. Ach du Scheiße. Weiser, wir sind umzingelt in einer Sackgasse. Ach du Scheiße. Was gedenkst du zu tun? Es gibt keinen Ausweg. Knight, du bist noch am Leben, reicht das nicht? Solange du am Leben bist, ist das hier auch keine Sackgasse. Welches Vertrauen? Ich werde es nicht enttäuschen. Weiser, überlasst das mir und nutzt eure Magie. Verstanden. Ganz oben in die Ecke. Oh Gott, das sind wirklich, das könnte dauern. Das werden garantiert lange 30 Sekunden. Erstmal die hier ein bisschen aufhalten. Obwohl, also eigentlich, ich glaube, die können den gar nicht rechtzeitig erreichen. Das ist wieder, nein, lass du los. Ah, aua. Nein, weg hier. Gewonnen. Das war jetzt letztendlich dann doch leichter, als ich erwartet hatte. Gegenstände können verschnellert werden. Mutpunkt, Geschick, Stufen. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Ach, ihr seid die Vogel. Na, egal. Ich benutze die Fallen ja eh nicht. Von daher ist es egal, was ich da aufwerte. Der Wächter im Berg. Bahne dir einen Weg zu der Glocke. Na, toll. Och, Manno, diese Glocken nerven. Was ist das denn da schon wieder? Ich habe Adleraugen. Und was heißt das? Ich kann viele Monster sehen, die eine Lärmglocke verteidigen. Ich sehe vielleicht. Vielleicht haben sie sie verwechselt. Aber wenn ihr sie nicht seht, will ich es mir wohl doch nur ein. Ich werde trotzdem nachschauen. Nein. Hier, da. Nein! Ey. Blöder Weiser! Das kann doch nicht wahr sein! Nein! Wie blöd ist das denn hier gerade? Nein, hier vor den Eingang. So, das sieht ja nicht wahr. Reinkommen. Aua. So, eine Lärmglocke verteidigen die also. Eine? Das stimmt ja gar nicht. Oh Gott, aua. Aber, nein, ich bin tot. Och Mann, das wird keine gute Wertung. Kann ich durch das... Ah, kann ich. Aua! Weg! Au! Ich bin schon wieder tot. Das ist mir ja noch nie passiert. Versuch was nochmal. Eine ist da noch. Komm! Nein! Alter! Das ist sowas von krass hier gerade. Aber wir haben es geschafft. Also, so eine heftige Gegenwehr hatte ich irgendwie noch nie. Aber ich hab's auch ziemlich verkorkst von Anfang an. Wenigstens gab es die Möglichkeit, den Weisen da mehr oder weniger sicherzustellen. Die unterirdischen Ruinen. Überlebe die Ruinen und rette den Weisen. Na super. Oh Gott. Schon wieder ein Labyrinth.
Der Tempel der Göttin ist nah. Ja, es war eine lange Reise. Was ist eigentlich aus Millennia geworden? Haben wir die nicht mitgenommen? Die kommt irgendwie gar nicht mehr. Weiser, habe ich euch zu eurer Zufriedenheit beschützt? Nein, ich bedauere nicht, dich wiederbelebt zu haben. Oh nein, ist das... Oh. Oh, Weiser. Ich wollte dich erschrecken, aber der Boden hat nachgelassen. Wer ist da? Weiser, ich komme. Wir beenden es dieses Mal. Aber nur, wenn du überlebst. Ist das nicht Bullwood? Das ist doch Bullwood, oder? Nein! Alter, nein! Nicht! So, jetzt kommt hier durch. Ah, nein! Kann ich den Weisen hier alleine lassen? Au! Lass mich doch mal los! Au, nein, nein! Komm schon hier weg! Ich habe ein Ritterschwert. Ich glaube, ich komme da gar nicht durch. Gut, ich denke, wir haben trotzdem gewonnen. Wenn ich mich einfach immer gegen den Gegner schmeiße. Au. Gott, was ist denn hier los heute? Ich will einfach nur weg. Wow. Na, aber ich glaube, das war's noch. Doch, das war's. Oh. Das war doch Bullwood, oder? Oder war das irgendwie die wahre Gestalt von Rosier oder sowas in der Art? Denn der Schrein der Göttin und der ultimative Zauber warten uns im finalen Kampf gegen Bullwood und Rosier. Na, toll. Oh, drückt mir die Daumen, Leute. Letzte Schlacht und ich werde wohl ein bisschen überziehen müssen. Aber es lohnt sich nicht, da nochmal eine neue Folge für anzufangen. Vor allem mit dieser geilen Musik. Ich glaube, das ist mein Lieblingsstück. Hey, Onkelchen. Oh nein, Rosier. Ist schon ein Weilchen her, nicht wahr? Bullwood, du auch? Ich sagte dir doch, dass ich dich töten werde. Der Weise und ich werden für immer zusammen spielen. Ich will auch etwas Spaß haben. Stirb bloß nicht. Und vergiss ihn hier nicht. Grillade, wirst du wieder kontrolliert? Schweig, unwürdiger Mensch. Oh Gott. Aber du bist ein Ritter, oder? Dann musst du kämpfen. Ja. Knight, ich werde vielleicht keine Gelegenheit mehr haben, dir zu sagen... Ja? Beschütze mich. Ja. Oh Gott, oh Gott. Komm, wir fliegen gleich nach oben. Ich meine, Bullwood und Gelade, das... Die auch noch. Ach du Scheiße. Komm schon. Zauber einfach. Es geht doch. Das war knapp. Schon wieder dieser Zauber. Denkst du, der wirkt bei uns? Wohl. Ich will den Weisen lebendig. Ich kann es so nicht enden lassen. Nicht so. Weil der Zauber haut ja wenigstens die Ritter hier weg. Komm doch, Bullwood. Du wirst mich nie besiegen. Sehr gut. Du bist ein wahrer Ritter. Grillade! Ein wahrer Ritter hat keine Angst vor einer Illusion. Hier, Weiser. Mein Nachbar hört übrigens gerade wieder dröhnende Musik. Ich weiß nicht, ob man das hört. Das ganze Raum vibriert. Der Rubin der Göttin. Damit kehrt eure Kraft zurück. Du dummer, verräterischer Vogel. Du hast hier nichts zu suchen.
Grillade! Vielen Dank, Grillade. Was? Diese Kraft? Bist du wirklich ein Mensch? Bullwood, tu endlich was dagegen! Jawohl, Rosier, überlass das mir. Hör mit diesem Zauber auf. Das lasse ich nicht zu. Warum ist der Bullwood so nah? Oh, was? Ich werde jetzt den ultimativen Zauber entfesseln. Das Siegel des Helden ist Weiser. Was? Alter, ist das jetzt euer Ernst? Das kann jetzt nicht... Ach, Manno. Wenn ich nicht wüsste, dass wir noch ein letztes Kapitel haben, einen letzten story-relevanten Spielmodus, dem wir uns dann natürlich ab nächster Woche zuwenden würden, dann wäre ich jetzt richtig sauer. Ja, wenn ich jetzt eine Woche warten müsste, um zu erfahren, wie es weitergeht, Gott, wäre ich stinkig. Na gut, wir sehen uns nächste Woche im großen Finale, das relativ herausfordernd sein soll. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich brauchen werde. Im Zweifelsfall werde ich das dann so schneiden, dass wir da vernünftig durchkommen. Denn ich möchte das jetzt in einer Folge, in der nächsten Folge, will ich dieses Projekt, dieses Let's Play dann auch abschließen. Half-Minute Night liegt hinter uns. Der Kampf gegen den ultimativen Dämonenlord steht uns unmittelbar davor. Im großen Finale dieser Saga. Das nächste Mal, wenn es hier heißt Let's Play 5-Minute Hero. Bis dahin, ciao.